Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Durch Bilder massiver Polizeigewalt in den USA und die Proteste der Zivilgesellschaft hiergegen ist auch die Diskussion über Polizeigewalt und strukturellen Rassismus in Deutschland neu entflammt. Diese Diskussion erhält Nahrung durch Bilder von Polizeigewalt und Berichte über massives Fehlverhalten, auch bei uns in Hessen. Die Linke hat das Thema deshalb hier mit einem Antrag auf die Tagesordnung gesetzt, weil wir diese Diskussion verantwortungsvoll führen und uns in unseren Forderungen bestätigt fühlen. Wir brauchen Verständigung und Respekt in allen Teilen der Gesellschaft statt Gewalt, Hass und Bedrohungen. Nicht nur Gewalt und Straftaten gegen die Polizei, sondern auch Gewalt und Straftaten auch durch die Polizei müssen konsequent thematisiert, aufgeklärt und geahndet werden. Denn Straftäter und Hooligans haben im Staatsdienst nichts zu suchen. Im Gegenteil, sie sind brandgefährlich. Verantwortungsvoll heißt, dass man die immer gleichen Unterstellungen, man würde, wenn man entsprechende Vorwürfe erst thematisiert, damit die Polizei pauschal diskreditieren, endlich einmal unterlässt. Niemand, auch ich nicht, unterstellt der Polizei oder den Behörden pauschal Rassismus. Dies wäre nämlich absurd und genauso menschenfeindlich im Übrigen wie andere Bevölkerungs- oder Berufsgruppen pauschal zu verunglimpfen. Zu einer verantwortungsvollen Diskussion gehört aber auch, das Gerede von Einzelnen, von Einzelfällen ebenfalls zu unterlassen. Wir haben nämlich zu viele Einzelfälle, die es aufzuklären gilt. Und wir haben offensichtlich strukturelle Probleme, auch in den Behörden, denen wir begegnen müssen. Deshalb ist es dringend nötig, genau hinzuschauen. Wo liegen die Ursachen und Probleme? Was gilt es, wie zu untersuchen? Wo müssen schnell Konsequenzen gezogen werden? Wir müssen von allen Staatsdienern eine besondere Rechtstreue erwarten, insbesondere aber bei der Polizei, bei Justiz, Geheimdienst oder auch der Bundeswehr, da sie gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in einer besonderen Position stehen, muss eine absolute Rechts- und Verfassungstreue vorausgesetzt werden. Eine fortschrittliche Staatsordnung und die Zuerkennung von Bürgerrechten bedeutet, dass der Staat sich in Ausübung seiner Machtmittel selbst begrenzt und stets selbstkritisch hinterfragt. Die Ausübung des Machtmonopols bei der Polizei muss stets zurückhaltend und mit Bedacht erfolgen. Und liegen Hinweise oder gar Fakten vor, wonach diese Macht missbraucht wird oder dass es gar strukturelle Probleme gibt, dann muss dies zu sofortigen Reaktionen bis hin zur Entfernung aus dem Staatsdienst und zu strukturellen Veränderungen führen. Zu versuchen, die vielen Einzelfälle von Machtmissbrauch unter den Teppich zu kehren, wird den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land nicht gerecht, sondern es wird in der Fülle der Ereignisse insgesamt politisch und gesellschaftlich problematisch. Und das zu verdeutlichen, fange ich beim großen Ganzen an, nämlich beim NSU-Komplex und der sogenannten NSU 2.0-Affäre. Es gibt, ich bitte Sie, sich das einmal aus der Perspektive der Betroffenen vorzustellen. Über ein Jahrzehnt der NSU-Mordermittlung wurde der Naziterror von den Behörden geleugnet und wurde die Terroropfer sogar kriminalisiert. Als die Sache dann aufflog, wurde durch die Behörden Akten geschreddert oder für Generationen, z.B. 120 Jahre, zur Geheimsache erklärt. In der NSU 2.0-Affäre wurden Daten von Polizeicomputern illegal abgerufen, und zwar immer wieder unmittelbar vor der ersten schrecklichen Drohmail. Die meisten Fakten wurden zunächst unter dem Deckel gehalten und erst durch oder nach Presseveröffentlichungen wurden sie öffentlich.
Die in Rede stehenden Beamtinnen und Beamten wurden zum Teil bis heute in Wiesbaden nicht einmal vernommen. In zahlreichen Fällen ist bekannt, dass sich Polizeibeamte zutiefst rassistisch und fremdenfeindlich äußern oder verhalten haben. Stichwort Mülheim oder Wächtersbach. Aber sie sind weiter im Polizeidienst. Ich muss in diesem Komplex leider auch den Mord an Walter Lübcke hinweisen und hinzufügen, denn auch hier ist völlig unerklärlich, wie seit vielen Jahren aktive, militante Neonazis einfach vom Radar der Behörden verschwinden und sich sogar bewaffnen konnten. Und jetzt bitte ich Sie, sich vorzustellen, wie es sich für die Opfer des NSU oder des NSU 2, oder der NSU 2.0-Affäre oder die vielen anderen von Rassismus und rechter Hetze in unserem Land Betroffenen anfühlt, wenn ihnen daraufhin gesagt wird, dass die Behörden und die Polizei das schon noch aufklären werden. Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, wie es auf Sie wirken würde. Sie bekämen übelste Morddrohungen, sogar gegen Ihre Kinder, und Sie wenden sich dann an die Polizei und erfahren hinten herum, dass Ihre Daten von eben dieser Polizei kurz vor den Drohungen illegal abgerufen wurden. Und dass man seit 2 Jahren angeblich völlig schonungslos, aber dennoch erfolglos und ergebnislos ermittelt und wie in den jüngsten Fällen die in Rede stehenden Beamten angeblich wegen der Corona-Beschränkungen nicht einmal befragt hat. Es ist doch nur allzu logisch, dass so das Vertrauen in die Behörden Stück für Stück schwindet. Ich sage, wir müssen aus dieser Situation dringend heraus. Die Nichtaufklärung von NSU bis NSU 2.0 lastet schwer auf unserer Gesellschaft und sie zerstört das Vertrauen in den Staat. Und deshalb erwarte ich von dieser Landesregierung, dass sie endlich im Sinne des Rechtsstaats aufklärt und Vertrauen zurückgewinnt. Öffnen Sie endlich alle NSU-Akten, benennen Sie die Verantwortlichen und zeigen Sie Null Toleranz bei Rassismus, Fremdenfeindlichkeit auch innerhalb der Behörden. Seit Volker Bouffier 1999 Innenminister wurde, erschüttern innenpolitische Skandale konstant die hessische Landespolitik. Das ist abendfüllend, Konsequenzen keine. Um alleine die letzten Monate zu benennen, da wurde unter Gewalt im April eine Seebrückenkundgebung in Frankfurt aufgelöst, obwohl sich alle an die Abstandsregeln hielten und Mundschutz trugen. Zumindest, Entschuldigung, Fehlanzeige. Bei Kundgebungen von Rassistinnen und Rassisten, Faschisten, Verschwörungstheoretikern und AfD-Anhängern geht die Polizei softer um. Das ist das, was wir erfahren. Der Polizeieinsatz im Frankfurter Waldstadion, bei dem ein Fan aus dem Nichts heraus durch den unnötigen Stoß eines Polizeibeamten ein Rückelwirbel gebrochen wurde. Hier musste der Betroffene die polizeiliche Darstellung durch private Videoaufnahmen mit Attesten und Gerichtsverfahren entgegentreten. Entschuldigung, Fehlanzeige. Bei der Debatte um die Polizeistation Bischofsheim, wo Teile der Asservatenkammer zur Selbstbedienung freigegeben wurden, wird ausgerechnet auch der Beamte, der dies bemängelte, kritisierte und gemeldete, strafversetzt. Was für ein verheerendes Signal in die Polizei. Und jüngst auch noch die massive Polizeigewalt in Frankfurt-Sachsenhausen, bei der ein am Boden bereits fixierter Mensch massiv misshandelt wird. Ja, der Polizeiberuf ist schwierig. Man ist mit massiven gesellschaftlichen Missständen, mit persönlichen Dramen, mit Gewalt und auch Anfeindung ständig konfrontiert. Aber wer dem nicht gewachsen ist, der ist eben dann gänzlich dafür ungeeignet. Dieses Signal wurde allzu oft in Hessen nicht gegeben, sondern eher das Gegenteil. Der Innenminister nutzte jedes Ereignis von Gewalt gegen Polizeibeamte zur öffentlichen Kritik und forderte die Verschärfung des Strafrechts. Aber die vielen Fälle von eindeutig unkorrektem Verhalten im Amt werden verharmlost oder gar unter den Teppich gekehrt. Ich glaube nicht,
dass der Rücktritt des ehemaligen Landespolizeipräsidenten an dieser Situation etwas löst, weil er meiner Überzeugung nach nicht das Problem war. Das Problem, Herr Abgeordneter Strauß, Sie müssen zum Schluss kommen. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Das Problem ist ein Minister, der die eigentlichen Probleme aus politischen Gründen nicht konsequent angeht, sodass die hessische Polizei und die Behörden insgesamt in einem schlechten Licht erscheinen. Und das darf so nicht weitergehen.